Spektakulärer Raubüberfall am Flughafen in Brüssel. 8 schwer bewaffnete Männer haben 120 Päckchen mit Diamanten gestohlen. Der Wert der Steine beträgt Medienberichten zufolge fast 40 Millionen Euro. Wie die Polizei berichtete, schlugen die Täter zu, als die aus Antwerpen stammenden Edelsteine gerade in ein Flugzeug mit Ziel Zürich verladen wurden. Bei den Männern habe es sich um absolute Profis gehandelt, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Täter waren wie Polizisten angezogen. Sie haben den Zaun zwischen zwei Baustellen aufgebrochen, ein Loch in den Zaun gemacht und von dort aus gelangten sie auf das Flugfeld. Sie entkamen dann auch durch dasselbe Loch im Zaun. Die gesamte Aktion sei in 5 Minuten vorüber gewesen, so die Sprecherin. Schüsse seien nicht gefallen, niemand sei verletzt worden. Nach den Tätern wird noch gefahndet. Eines der vermuteten beiden Autos, mit denen die Männer geflohen sein sollen, wurde inzwischen in der Nähe von Brüssel völlig ausgebrannt aufgefunden.